Irgendwie ist der Pony heute scheiße. Was ist denn das hier für eine Locke? Hallo ihr Lieben, heute soll es die Neuerscheinungen vom August geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ihr bekommt die Bücher natürlich wie immer in der Reihenfolge, wie sie auch voraussichtlich erscheinen werden. Ihr kannst natürlich kurzfristig auch immer noch mal was ändern, deswegen sind sie immer alle. Was ich euch heute zeigen möchte, ist Fire in You von Jaylin. Das ist der 7. Teil der Wait for You Reihe und ich freue mich schon so, wenn dieser Teil endlich rauskommt. Ich habe im Februar den letzten davor gelesen und ich warte ja dann immer sehnsüchtig auf den nächsten Teil. Und ich bin froh, dass er jetzt im August erscheint. Und in Fire and You geht es um Brock. Und Brock ist ein Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und er ist übelst gut. Und er muss jetzt, glaube ich, aufgrund einer Verletzung ein bisschen aussetzen und wird deswegen in eine College-Stadt versetzt, wo er dort andere Leute trainieren soll und halt für dieses Mixed-Martial-Arts-Studio, was dort gerade eröffnet hat, auch Werbung machen soll. Und in dieser Stadt geht seine beste Freundin Jill aufs College. Jill ist aber schon immer heimlich in Brock verliebt, traut sich aber nicht, ihm gegenüber die Gefühle zu äußern, weil er halt auch so ein Womanizer ist und halt auch viele Frauen hat und sie halt auch denkt, er würde nie was für sie empfinden. Aber es wäre nicht Jill, wenn es anders wäre. Also, mehr möchte ich mir halt auch gar nicht erzählen. Ich glaube, sonst würde ich auch zu viel vorwegnehmen. Ihr könnt euch ja den Klappentext immer nochmal mit durchgucken. Ich verlinke euch alle Bücher wie immer unten in der Infobox. Und ja, ich freue mich schon so auf dieses Buch. Ich liebe die Wait for You Reihe von Jill. Ich vergöttere diese Frau. Ihr wisst, Jennifer Lovetrout, meine Queen. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Dann habe ich zwei Bücher, die am 3.8. erscheinen. Und zwar einmal der zweite Teil von Hardwired. Da kann ich zum Inhalt nicht sagen, weil es ja, wie gesagt, der zweite Teil ist. Aber es ist ein erotischer Liebesroman und es geht hier immer noch um das Pärchen vom ersten Teil. Da ging es ja darum, dass eine Frau, deren Namen ich gerade vergessen habe, einen Mann, dessen Namen ich auch gerade vergessen habe, ein Angebot macht, in die Softwareentwicklungsfirma mit einzusteigen, um halt die Firma voranzutreiben und er das aber nicht so cool findet, was sie da so macht. Und ja, dann kommen die beiden doch irgendwie so zueinander. Ich glaube, so war das. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber ich möchte ihn gerne lesen und deswegen habe ich mir den zweiten auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Dann habe ich mir noch ein Buch aufgeschrieben, was ich zum einen vom Cover recht hübsch finde und zum anderen hat es wirklich sehr, sehr interessant gehört. Das ist auch ein Liebesroman und zwar, ich lese euch immer mal kurz vor, worum es geht. Vor Jahren hat Claire Murray ihren Ehemann Ethan durch eine schwere Krankheit verloren. Sein letzter Brief an sie liegt noch immer ungeöffnet in ihrem Nachttisch. Wenn du bereit bist, steht in seiner markanten Handschrift auf dem Umschlag. Und Claire fragt sich seit Jahren, bereit wofür? Ethan war alles für sie und ein Leben ohne ihn bedeutet für sie ein Leben ohne Liebe. Bis sie eines Tages dem charmanten Kinderarzt Logan Matthews begegnet. Ehe Claire sich's versieht, hat Logan ihr Herz erobert. Aber kann sie sich von Ethan endgültig verabschieden? Ein weiterer Schicksalsschlag lässt ihr keine Zeit zu überlegen und Claire muss erkennen, dass man erst dann wirklich bereit ist, wenn man für die Liebe alles riskieren würde. Ach, ich finde, das hört sich so schön an. Das ist so eine Liebesschnulze, die ist doch bestimmt das Richtige für mich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich habe sie auf jeden Fall mit auf dem Zettel und ja, wie gesagt, hat sich wirklich spannend angehört. Die nächsten drei Bücher erscheinen alle am 8.8. und zwar zum einen Angel Fall von Susan E.E. Das ist jetzt die Taschenbuchausgabe von Angel Fall. Das gab es ja früher nur als Hardcover und ist dann ja in der Auflage nicht weiter übersetzt worden. Und jetzt gibt es aber Band 1 und dann nächstes Jahr im März kommt Band 2 als Taschenbuch. Das finde ich sehr, sehr cool und da freue ich mich auch wirklich schon drauf. Und ja, ich möchte dieses Buch auf jeden Fall haben und ich werde es auf jeden Fall lesen. Also ich möchte es haben, ich möchte es lesen. Ich bin nun so gespannt auf die Geschichte. Ich habe es mir damals nur nicht gekauft, weil ich wusste, es wird nicht weiter übersetzt. Das fand ich doof. Deswegen habe ich es nicht angefangen, aber jetzt, wenn der zweite Teil dann auch kommt, dann meins, meins, meins. Und ich finde auch das Cover vom zweiten, von der Neuauflage hier, schöner als das Cover von der alten hier. So, seht ihr mal beides im Vergleich. Also ich finde das nur schöner. Von daher, ich freue mich auf Angel Fall von Susan E.E. Juhi! Die anderen beiden Bücher, die am 8.8. erscheinen, sind auch beides Fortsetzungen, deswegen kann ich euch da zum Inhalt nichts sagen. Und zwar ist das zum einen Dark Love 3 von Estelle Maskem. Das ist ja der dritte Teil dieser Dark Love-Reihe. Und dann noch Game Master Teil 3 von James Dashner. Das ist ja der Autor der auserwählten Trilogie, sag ich jetzt einfach mal. Und ja, das kommt alles noch mit am 8.8. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 12.8. und zwar ist das auch eine Fortsetzung. Das ist der zweite Teil von Calendar Girl und ich bin jetzt erst irgendwie auf dieses Buch gestoßen. Es ist auch ein erotischer Liebesroman, aber es hört sich wirklich einfach gut an. Und unsere Protagonistin, deren Namen ich wie immer mal vergessen habe, es ist irgendwie, wenn ich Bücher noch nicht gelesen habe, merke ich mir immer nicht, wie die Leute heißen. Komisch. Auf jeden Fall möchte sie ihren Vater retten und braucht dazu 1 Million Dollar.
Kurzum entscheidet sie sich, sich bei einer Escort-Agentur zu bewerben, um halt dort jeden Monat einen anderen Mann zu begleiten. Und für jeden Monat bekommt sie halt 100.000 Dollar. Und so schafft sie es halt in einem Jahr, 1 Million Dollar quasi zusammenzubekommen, um halt ihren Vater zu retten. Und ich finde, A, hört sich das wirklich mal ganz, ganz witzig und spannend an. Und B, habe ich mir dann das so mal durchgelesen, so hinten die Rückbände. Und ich fand es wirklich cool, weil der erste Band ist Monat Januar, Februar, März. Der zweite April, Mai, Juni. Der dritte dann Juli, August, September. Und dann halt der vierte die anderen 3 Monate. Und die Geschichte entwickelt sich halt währenddessen immer weiter rund um unsere Protagonistin. Und sie verliebt sich dann natürlich auch. Und ja, ich fand, das hat sich sehr, sehr spannend angehört. Und ich möchte diese Geschichte auf jeden Fall lesen. Deswegen, der zweite Teil erscheint am 12.8., auch wenn ich jetzt den ersten noch nicht gelesen habe. Aber ich muss es lesen. Meins, 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 meins. Ja, kommen wir jetzt zum 15.8., auf den ich mich schon wahnsinnig freue. Denn am 15.8. erscheint dieses Buch hier. Dark Elements 3, sehnsuchtsvolle Berührung. Ich habe es schon da, ich weiß, ich freue mich auch schon. Ich werde es jetzt auch in den nächsten Tagen definitiv lesen. Ich bin so gespannt auf dieses Buch. Und es ist der letzte Teil der Dark Elements Reihe und ich freue mich jetzt schon so auf das Ende und ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht, was mit Layla, Roth und Zane und Danica und den ganzen anderen noch alles passiert und was die Dämonen jetzt noch alles vorhaben. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Ich feiere ja diese Reihe total und ich liebe diese Bücher und ich bin froh, dass ich dieses Buch schon habe. Ich habe es vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, könnt ihr euch jetzt sicherlich denken. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch an den Verlag, falls ihr dieses Video sehen solltet, aber I like it und ich freue mich schon so. Ja, 15.8. Dark Elements 3. Wuhu! Dann erscheint noch am 15.8. von China Showwater, ich weiß nicht immer, ob man sie so ausspricht, der zweite Teil der auf jeden Fall ein weiterer Teil der Broken Hearts Reihe und so heißt der Brennende Sehnsucht und die Bücher möchte ich auch gern unbedingt lesen. Ich liebe solche Adult Buchreihen und die soll wirklich ganz, ganz toll sein. Und dann kommt noch am 15.8. raus Küssen und andere lebenswichtige Dinge. Da geht es um eine 30-jährige Frau, die geschieden ist und sie hat einen Hund, der sehr, sehr mürrisch ist und naja, ihr Leben ist nicht wirklich gerade eine Wucht und sie möchte ihrem Leben gerne einen neuen Sinn geben und sie möchte ihr Leben jetzt anpacken und in den Griff kriegen und macht da einen Survival-Trip mitten in die Wildnis und muss aber feststellen, dass sie diesen Trip nicht alleine macht, sondern dass der beste Freund ihres Bruders, den sie eigentlich nicht leiden kann, auch auf diesem Trip ist und ja, gemeinsam versuchen sie dann dieses Survival-Abenteuer zu bestehen und ob sie dann ihr Leben in den Griff kriegt oder halt nicht oder was auch immer da draus dann wird, das ist das, worum es in diesem Buch geht und ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben, auch wenn das jetzt kein priorisiertes Buch ist, aber es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angehört. Okay. So, jetzt musste ich mich mal kurz anders hinsetzen, weil mir die Füße eingeschlafen sind. Das nächste Buch erscheint am 20.8. heißt ausgerechnet Du und Ist von Lena Martin. Ich lese euch jetzt einfach mal vor, worum es in diesem Buch geht. Jenny hat einfach kein Glück mit den Männern. Schlimm genug, dass sie wieder einmal von einem Typen sitzen gelassen wurde. Jetzt stellt sich auch noch heraus, dass ihr neuer Kollege ausgerechnet Toby ist. Toby, der ihre erste große Liebe war und den sie niemals wiedersehen wollte. Nicht wundern, falls ich hier wackle, meine Füße sind eingeschlafen. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. In einem Anfall von Selbstmitleid ruft Jenny bei einer Wahrsagerin an. Die prophezeit ihr, dass sie den Mann ihres Lebens am 14. Februar treffen wird. Tatsächlich lernt Jenny an diesem Tag Gregor kennen. Doch ob er mit seinen seltsamen Ansichten und seiner langweiligen Art wirklich der Richtige für sie ist? Zumal Toby in ihr Gefühle hat aufleben lassen, die sie eigentlich längst vergessen glaubte. Das ist wieder so eine schöne Liebesgeschichte für mich, glaube ich. Es hört sich gut an, auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich das Cover nicht wirklich so hübsch finde, von der Art und Weise her, aber von mir halt her hört es sich auf jeden Fall spannend an und ja, habe es mir auf jeden Fall mal mit auf die Liste geschrieben. Die nächsten zwei Bücher, die ich jetzt noch für euch habe, erscheinen beide am 25. August und sind beides Buchfortsetzungen. Und zwar zum einen Das Juwel, die zweite Rose. Das ist der zweite Teil von Das Juwel, die Gabe von Amy Ewing. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe den ersten Teil ja damals mit Kati und mit Ronja zusammen gelesen und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alle drei fanden ja dieses Buch wirklich gut, auch wenn es teilweise sehr, sehr strange war und sehr, sehr merkwürdig mit diesen ganzen Fürstinnen und Gräfinnen und keine Ahnung was und dieser ganzen Thematik mit dieser Leihmutterschaft. Aber wir wollten auf jeden Fall den zweiten Teil auch alle lesen und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und ich bin gespannt, wie es mit Violet jetzt weitergeht und was da noch alles passiert. Das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Letztendlich geht es nur um dich. Das ist der zweite Teil von Letztendlich sind wir dem Universum egal. Und das ist ja dieses Buch, wo es darum geht, dass du jeden Tag mit einem anderen Gesicht aufwachst und ein anderer Mensch bist und
Ich habe das erste Buch noch nicht gelesen, möchte es aber auf jeden Fall mitlesen. Deswegen möchte ich euch den zweiten Teil auf jeden Fall auch nochmal mitzeigen. Vielleicht gibt es ja bei euch den einen oder anderen, der den ersten Band schon gelesen hat. Das waren meine Neuerscheinungen vom August. Ich freue mich auch schon auf den September, auf den Oktober, auf den November, auf den Dezember. Denn in jedem Monat kommt jetzt irgendein Buch von irgendeiner Wahnsinnsautorin, wo ich mich wahnsinnig drüber freue. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ich hoffe, dass meine Füße jetzt aufhören zu kribbeln und ich wieder laufen kann. Bis dann!